Abend, meine Damen und Herren. Wir sind so glücklich, wieder spielen zu dürfen für Sie. Herzlich willkommen zum ersten Konzert einer ganz neuen Reihe. Wir erleben gerade eine Woche der Wiederauferstehung, ging los mit einer Lounge vor Live-Publikum am Montag. Dann gestern unser großes Konzert in der Oper, ja, ausverkauft vor 300 Leuten. An den Begriff muss man sich auch erstmal gewöhnen. Eine Konzertreihe, die wir aber wiederholen. Wir spielen teilweise mehrmals am Abend, um dann auch möglichst viele Menschen zu erreichen. Gleichzeitig finden mehrere Opernpremieren statt am Wochenende, morgen ein Open-Air-Konzert. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir sind wieder voll drin. Dennoch ist es kein Normalzustand. Wir tasten uns ran an eine Zukunft, die wir gar nicht genau kennen, die wir aber mitgestalten möchten. Und das geht natürlich nicht ohne starke Partner. Ich sage jetzt mal ganz, ganz neutral und wertfrei, Bonn hat ja nicht nur im Moment eine Corona-Krise, sondern auch ein kleines Raumproblem. Und in dieser Situation freuen wir uns besonders, dass wir einen so tollen Partner wie die Telekom an der Seite haben, die es auch schafft, mit ihrem wunderbaren Technikteam, sagen wir mal, das, was uns vielleicht an Nähe noch fehlt, ein bisschen wettzumachen durch eine tolle Übertragung und die uns hier eine Herberge bietet und nicht nur hier, sondern auch bei vielen Projekten zur Seite steht. Ganz, ganz herzlichen Dank an das Team der Telekom. Der Dank geht aber genauso an Sie, dass Sie das Abenteuer mit uns mitmachen, dass Sie kommen. Und natürlich geht der Dank auch an mein wunderbares Team vom Beethoven Orchester. Über den Sommer wurden alle Pläne, kann man erstmal sagen, vernichtet, um dann auch wieder neue zu machen, wie wir jetzt gemeinsam wieder auferstehen. Das war wirklich eine Glanzleistung und stellvertretend für das gesamte Team habe ich hier Tilman Böttcher, unseren Programmchef, an der Seite. Aber ich glaube, einen Applaus für diese logistische Gesamtleistung aus Hygienekonzept, aus Veranstaltungsideen, aus räumlicher Umplanung an alle, die daran beteiligt waren. Ja, Tilman Böttcher, neue Reihe, Beethoven pur. Was erwartet uns? Naja, es ist eine Reihe, guten Abend erstmal. Es ist eine Reihe, die natürlich auch ohne die Corona-Krise wahrscheinlich nicht zustande gekommen wäre. Denn alle hatten damit gerechnet, dass in diesem Jahr in Bonn die Beethoven-Sinfonien im Dutzend gespielt würden. Also jede im Dutzend. Und dem ist ja nun nicht so. Und deshalb haben wir uns gesagt, so, dann müssen wir aber doch dafür sorgen, dass alle Menschen in Bonn die Gelegenheit haben, doch alle Sinfonien zu hören. Und genau das tun wir mit dieser Reihe. Es ist denkbar einfach, Beethoven pur 1 ist die erste, Beethoven pur 2 ist die zweite und so weiter. Sie können sich überlegen, wie viele Konzerte diese Reihe hat. Damit verbunden ist ein kleines Gewinnspiel. Ich muss einmal hier zumachen. Und zwar, Sie kennen das vielleicht so ähnlich wie Rabattmarken. Wenn Sie es schaffen, für jede Veranstaltung von Beethoven pur einen Stempel zu bekommen, wenn Sie also wirklich alle 9 Sinfonien durchhalten, dann gibt es am Ende eine Überraschung. Also holen Sie es am Schluss und holen Sie sich Ihren ersten Stempel. Die Beethoven-Sinfonien erklingen hier, aber natürlich erstmal angepasst an die Situation. Sie sehen hier tatsächlich ein bisschen eine Art von Arrangement der ersten Sinfonie, um die es heute geht, angepasst an das, was wir dürfen. Das ist tatsächlich etwas, was wir wahrscheinlich ohne Corona nie gemacht hätten, was aber in Beethovens Zeit durchaus gängige Praxis war. Das Konzept, unsere Idee ist dahinter, je lockerer es wird, je mehr wir dürfen, desto mehr können wir auch wachsen in der Besetzung. Ja, wir haben das schon ausprobiert bei der Pastoralen und es ist tatsächlich so, dass wir der Überzeugung sind, dass sich die Musik vor allem in der Nähe, in der wir hier jetzt die Chance haben, zusammen zu sein, vermittelt. Es ist ja so, auch zu Beethovens Zeiten hat man Musik an Räume angepasst und es ist spannend zu erleben oder es wäre spannend in Wien in die Konzertsäle zu gehen, in denen die Sinfonien uraufgeführt wurden. Wie klein die zum Teil sind und wie mächtig eine solche Sinfonie dann da geklungen haben mag. Hier, wie Sie sehen, also nicht mit doppelten Bläsern hinten, sondern nur mit einfachen Bläsern, denn sonst stünde ich vermutlich irgendwo da vorne bei der 5., 6. Reihe und es wäre einfach gar kein Platz fürs Publikum mehr in diesem Raum.
Wir laden Sie ein heute zu einem Blick in die Werkstatt, auch etwas, was man in diesem Rahmen nur kann. Wir möchten mit Ihnen reinschauen in das Stück, so ein bisschen was aufbohren gemeinsam, um dann natürlich diese kürzeste aller Beethoven-Sinfonien am Stück auch für Sie zu spielen. Aber sie wird vielleicht auch in Ihren Ohren und in Ihrem Herzen anders klingen, wenn wir jetzt da ein paar, natürlich sehr persönliche, aber doch unsere Gedanken dazu hier so in den Raum werfen. Es geht gleich mal los mit Musik. Es geht um C-Dur. Wer von Ihnen hat das Stück schon mal gehört? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was für ein Ausschnitt war das? Die erste Sinfonie? Noch meistbietende Angebote? Ich bin ganz gemein, wenn das Ding schon Beethoven pur heißt, ja, und dann klingt am Anfang nicht Beethoven, aber wir werden herausfinden, dass Beethoven noch viel gemeiner ist als ich. Das war natürlich nicht Beethoven, sondern es war Haydn. Und es war aber die gleiche Tonart, in der Beethoven komponiert hat. Und wir machen das deshalb heute, weil Sie wissen, dass durch die ganzen Schlagzeilen, auch durch unsere Geister, dann immer diese Schlagworte, die man mit Beethoven verbindet, der Revolutionär, der die Konventionen gebrochen hat, der alles anders gemacht hat. Ja? Und was ist das eigentlich? Ja? Was verbirgt sich dahinter? Wie hört man das? Das ist ein Stück, was Sie gerade gehört haben, ein paar Jahre entstanden vor Beethovens erster Sinfonie. Und das ist eine Sinfonie und ein Anfang, wie das Publikum ihn damals gewöhnt war. Eine Sinfonie, eine anständige Sinfonie, hatte so eine langsame Einleitung. Und es ist so, wie wenn Sie auf eine Reise gehen. Man beginnt natürlich diese Reise mit der Haustür. Und das war sozusagen das Öffnen der eigenen Haustür, was Sie jetzt eben gehört haben, in, wie Dirk Kaftan vorher schon gesagt hat, C-Dur. C-Dur. Und dieses C-Dur ist der Anfangspunkt und der Endpunkt einer solchen Sinfonie. Dazwischen passiert aber ganz viel. Vielleicht können wir die Basslinie mal hören. Die ersten Takte dieses Beispiels, was wir gerade hatten, also ab Takt 2, Cello und Bass, da hören Sie, nee, den Takt 1 nehmen wir auch mit, da hören Sie, wie C manifestiert wird und dann gibt es einen Bogen, der wieder genau dahin zurückkehrt. Absolute Symmetrie. Vielleicht einmal doch eine direkte Frage jetzt an dich. Du fängst jetzt an hier mit C-Dur. Ich vermute, dass es jetzt noch Sekunden dauert, bevor du das erste Mal das Wort Tonika auspackst. Hast du jetzt vor, heute Abend hier eine Art Musikwissenschaftsvorlesung zu machen? Warum erzählst du das? Nein, ich erzähle das, weil das eine ganz entscheidende Sache ist. Das eine ist, eine Tonart hatte eine Charakteristik in dieser Zeit. Das ist etwas, was wir verloren haben vom Hören. Der Hörer hat bei C-Dur etwas empfunden. Zu der Zeit schrieb man, C-Dur ist so die Tonart, ja, ein bisschen naiv, auch Herrscherlob. Aber vor allem was die Tonart des Anfangs, wenn man so will. Das ist das nur weiße Tasten auf dem Klavier, Sie wissen, ja. Und diese Tonika, diese Tonart ist eben mehr als nur ein musikwissenschaftlicher Begriff, sondern damit beschreiben wir auch, was denn hier eine Art von Grundcharakter ist in diesem Stück. Und es beschreibt die Sehnsucht nach Heimat, also die Sehnsucht nach einem Fixpunkt, von dem wir in einer solchen Sinfonie oder einem Roman diese Heimat verlassen, aber wir wissen, wir kehren dort wieder hin zurück. Und das war in dieser Zeit die Sprache, das war die Konvention, das war im Hören fest verankert. Und wenn die Tonika, C-Dur, sowas wie die Haustür ist, von der man losgeht, dann ist es bei einer Sinfonie auch so ähnlich wie bei jeder anderen anständigen Reise. Es gibt Zwischenstationen. Das, was Sie jetzt eben von den Bassinstrumenten gehört
haben. Das ist im Grunde sowas wie die erste kleine Mini-Reise. Man fängt bei C-Dur an und Sie sind jetzt schon wieder bei C-Dur angekommen. Das ist, selbst wenn Sie nicht wissen, was eine Tonika ist, selbst wenn Ihnen C-Dur völlig egal ist, dann ist das aber doch etwas, was man spürt. Eine Spannung, die sich aufbaut und eine Spannung, die abgebaut wird. Und das gibt es in den kleinsten Elementen in so einer Sinfonie, in den vier großen Kapitel, den Sätzen, zu denen wir gleich nochmal kommen, und natürlich auch eben über die gesamte Sinfonie, vom ersten bis zum letzten Ton. Vielleicht könnte man jetzt auch doch einmal eben so einen Schlusspunkt, wenn man zu Hause angekommen ist, C-Dur, wie klingt es dann? Hier sind wir. Ja, mal, wenn Sie dran denken, wie viele Schlussakkorde die fünfte hat, übrigens auch in C-Dur, sie fängt ja nur in C-Moll an, da braucht er, glaube ich, die fünffache Anzahl, um zu sagen, nein, nein, hier sind wir, hier möchten wir sein. Sodass die Art und Weise, wie so ein Schluss komponiert, das gleichzeitig auch was darüber aussagt, ist das vielleicht in diesem C-Dur auch ein bisschen gelogen manchmal. Jetzt wissen wir also, wie Haydn anfängt. Wir wissen, wie Beethoven seinen ersten Satz endet. Aber warum machen wir das alles? Was ist denn jetzt das Besondere? Was hat damals das Publikum miterlebt bei Beethovens Anfang? Beethoven sagt, ich gebe euch heute Abend eine Sinfonie in C-Dur. Und das Publikum erwartet das, was wir ihnen am Anfang von seinem Lehrer Haydn vorgespielt haben. C-Dur, hier ist es. Und Beethoven macht das. Können wir das nochmal spielen, bitte? Versuchen Sie, sich im Kopf zurückzubeamen, 220 Jahre zurück, dass das, was da zu hören ist, ist das Bestätigung? Ist das Manifestation oder was ist das? Könnte auch zu Ende sein, das Stück. Ja, padam, gehen wir nach Hause, haben wir alles gehabt, dankeschön. Nein, natürlich nicht, weil es der Anfang ist. Und es ist weit entfernt von C-Dur. Das Problem ist, dass der erste Akkord tatsächlich ein C-Dur ist. Allerdings ein C-Dur, was im Grunde eine Tür aufmacht. Und danach haben wir als zweiten Akkord, den Sie jetzt gerade gehört haben, ist F-Dur. Und jeder, der damals eben Konzerte, Sinfonien gehört hat, hat gesagt, das ist jetzt aber nicht was im Programm. Ich habe von C-Dur was gehört und wir sind jetzt in F-Dur. Wir sind also in keiner Weise zu Hause. Wo sind wir, bitteschön? Und Beethoven treibt das Spiel ja sogar noch weiter. Er treibt das weiter. Und bevor wir hören, wie er das treibt, hören wir einmal, was Haydn macht, wieder in einer Sinfonie, die noch später ist, fast zeitgleich zur ersten komponiert und wo er genau das, was Sie gerade gehört haben, in diesem Schlussakkord einsetzt, aber nachdem das Stück losgegangen ist. Was kommt jetzt? Kommt diese Schlussfloskel vor, an ganz anderer Stelle? Vielleicht können wir die noch einmal hören, diese Schlussfloskel, im Takt 6 oder wo sie kommt, in den Bläsern. Es ist eine Floskel, die etwas erzählt darüber, dass gleichzeitig Anfang und Ende gesetzt ist. Und wenn sie innerhalb eines Stücks vorkommt, war es überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und Beethoven, irgendwann muss er natürlich auch mal diese erste Tür, die er aufgemacht hat,
zumachen. Es ist nicht wie bei Wagner, wo das dann in Tristan und Isolde irgendwie 5 Stunden dauert, bevor dann wirklich die Tür, die er am Anfang aufmacht, am Ende zugemacht wird. Aber es dauert immerhin 8 Takte, glaube ich. Es dauert 8 Takte. Das ist eine Art von Irrfahrt gewesen für den Hörer. Vielleicht können Sie versuchen herauszufinden, wo hört man zum ersten Mal die Heimat? Das C-Dur, wo man weiß, aha, hier bin ich zumindest vom Hören her zu Hause. Da war's. Hat lang gedauert. Wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit Haydn, glaube ich, vielleicht spürt man, was für eine andere Zeit das war, die der Beethoven da mit diesem ersten Akkord, mit diesen ersten Takten im Jahr 1800 losgetreten hat. Keine Frage, wunderschöne Musik, aber eine komplett andere Sprache. Bei Beethoven hat man wirklich das Gefühl, man ist etwas im Nichts, im Nirvana und wird von ihm gezogen, mitgezogen. Das heißt, diese Reise der gesamten Sinfonie, die überlässt er einem nicht einfach, sondern sagt, also entweder du kommst jetzt mit, oder du musst eben einfach hier bleiben. Er überlässt einem nicht die Wahl, so wie das Haydn vielleicht getan hat. Wo, jetzt wenn man auf das Ganze, auf das große Ganze geht, wo sind wir denn überhaupt in der Geschichte? Wir befinden uns im Jahr 1800. Ein neues Jahrhundert hat begonnen. Beethoven ist mittlerweile seit ungefähr 7 Jahren in Wien. Es war am Anfang nicht unbedingt abzusehen gewesen, aber er hat sich als Pianist mittlerweile einen Namen gemacht und ist dabei, sozusagen die Wiener musikalische Gesellschaft zu erobern. Seit dem gleichen Jahr ist Franz Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, König von Böhmen. Er wird erst 1804 dann auch Kaiser von Österreich. Im Umkreis all dieser Umwälzungen, die angefangen haben mit der Französischen Revolution. Einer der wichtigsten Player oder der wichtigste Player auf der politischen Bühne ist natürlich Napoleon, der sich im Jahr zuvor, 1799, in einem Staatsstreich zum Alleinherrscher dort in Frankreich gemacht hat. Zunächst mal sagt er, und ihr könnt mich dann ja irgendwann auch wieder abwählen. Da gibt es dann hinterher doch nochmal andere Geschichten. Da kommen wir dann wieder drauf, wenn es um die 3. Sinfonie geht. Aber damit ist im Grunde die Französische Revolution von 1789 zu Ende gescheitert. Damit, dass es jetzt diesen Alleinherrscher in Frankreich gibt. Die erste Sinfonie von Beethoven wird im April 1800 uraufgeführt, da in Wien. Und nur wenige Monate später schlägt Napoleon Österreich entscheidend. Übrigens im selben Jahr 1800 Maria Stuart von Schiller uraufgeführt. Und die Infrarotstrahlung wird entdeckt.
Ja, damit hätten wir im Grunde die Einleitung hinter uns gelassen. Das Umfeld ist abgesteckt, jetzt muss es aber auch endlich mal losgehen. Wie geht's denn dann los nach einer Einleitung in so einem klassischen Satz? Ja, wie geht's los? C-Dur haben wir schon gesagt. Das war jetzt quasi der Abschnitt nicht nur für Bildungsprotzer, sondern auch um so ein bisschen rauszufinden, warum C-Dur in dieser Zeit. C-Dur war vor allem auch erstmal die herrschaftliche Tonart. Und Haydn in dem eben gezitierten Stück macht genau das. Er bedient das, was erwartet wird. Wir spielen ihn den Anfang dieser Sinfonie Nummer 97, den Anfang des Allegros, vor. Soweit Haydn. Das Besondere bei Haydn ist sicherlich, dass Dirk Kaftan jetzt ganz einfach einen Abschluss machen konnte. Haydn schreibt ein Thema, was hier einfach auch mal zu Ende ist. Bei Beethoven ist es anders. Genau, das ist Beethoven. Und dabei sind die beiden Stücke wieder ganz eng verwandt. Nur wir werden hier reingeworfen in einen Prozess. Vielleicht können Sie das hören. Bei Haydn ist eine Sache schon zu Ende und bei Beethoven geht es erst los. Versuchen Sie das mal zu singen. Vielleicht kann unser Konzertmeister Selamantzidis das mal vorspielen. Vielleicht noch mal kurz Haydn, bitte. Und jetzt Beethoven. Fast die gleiche Musik und trotzdem was völlig anderes. Ja, das ist eine neue Zeit, in der der Prozess, das nach vorne gehen, das Weitergehen in der Musik auf einmal eine völlig neue Bedeutung bekommt. Ist das besser, Dirk Kaftan? Ist das bessere Musik? Nein. Es geht nicht um besser und schlechter hier, das kann man überhaupt nicht sagen, sondern es geht einfach um eine komplett andere Perspektive auf das, was man erzählen will mit Kunst, mit Musik. Haydn war einer der ganz Großen und darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht darum, dieses Gefühl dafür zu kriegen, was heißt es, eine neue Zeit einzuläuten. Es ist ja auch so, in allen anderen Kunstrichtungen haben Sie auch Meisterwerke, die in der galanten Zeit im 18. Jahrhundert entstanden sind und im 19. Jahrhundert in der Romantik, oder wie auch immer man die Zeit dann nennen will, gab es eine völlig neue Richtung. Damals glaubte man noch, dass es eine Art Fortschritt in der Musik gab. Heute aber, glaube ich, sind wir so, dass wir sagen, eben wie Dirk Kaftan gerade meinte, jede Zeit hat eben ihre Spezialitäten und ihre Kostbarkeiten. Jede Zeit hat ihre Kostbarkeiten und ihre ästhetischen Prinzipien. Und wir möchten Ihnen noch einen kleinen Moment Haydn vorspielen, weil das so wichtig ist. Ja, es war sein Lehrer, die haben sich beide hier kennengelernt, um zu zeigen, was heißt es, ein Thema abgeschlossen und sangbar zu komponieren. Vielleicht können wir aus dem Haydn-Streichquartett kurz diese kleine Stelle anspielen, bitte. Okay, danke schön. Da merkt man, dieser Bogen, der wieder ein Ende findet und der eine andere Art von Heimat vermittelt als der Unruhegeist Beethoven. Dagegen vielleicht noch ein letztes Mal den Anfang vom ersten Allegro bei Beethoven, um quasi diese Welt der Symmetrie dann für heute erstmal zu verlassen. Nochmal, wer will das nachsingen?
Ja? Wer will das nachsingen können? Darum geht's nicht. Wie ist es mit der Sangbarkeit? Wir haben ja auch einen Satz, der quasi mit Cantabile überschrieben ist, eigentlich traditionellerweise. Damit kommen wir zu der großen Geschichte der Sinfonie, die wir heute Abend erzählen. Eine Sinfonie, das ist ja im Grunde sowas wie ein, meistens zumindest, ein Buch mit 4 Kapiteln. Der erste, und diese 4 Kapitel erzählen von menschlichen Grunderfahrungen, Grundzuständen. Der erste Satz ist ganz oft Macht, Repräsentation, Glanz, Zeremonie, wie wir eben schon gehört haben. Der zweite Satz ist die menschliche Grunderfahrung des Singens. Der dritte Satz ist ganz oft der Volkstanz, der höfische Tanz. Und der vierte dann der Volkstanz, der Kehr aus, die Feier. Das sind die Konventionen, so hatte das zu sein. Ja, das hat man einfach erwartet. Und wir spielen jetzt einmal den langsamen Satz aus der ersten Beethoven und versuchen den in die Kategorie, in die Schublade zu stecken, Gesang. Ich würde sagen, man kann das singen. Ja, also man kann das singen. Das ist wunderschön, das ist poetisch, das ist eine wunderschöne Melodie. Aber, wieder bei Beethoven, was ist anders? Anders ist, dass Beethoven Genres vermischt. Ist es langsam? Ist es lustig? Ist es tragisch? Nein, das ist eben nicht das, sondern es ist der Grundgedanke des Stücks, der hier aufgegriffen wird, nach etwas zu suchen. Am Anfang suchen wir nach Tonart, nach Halt. Das haben wir ja hoffentlich alle ganz gut erleben können. Und hier suchen wir nach nicht einer Tonika, sondern nach einer Eins. Was ist der Rhythmus, wenn man das hört? Ist es da-dam, bam, ba-dam, bam, ba-dam oder ist es pa-dam, bam? Für mich ist das sowas wie der Wolfs im Schafspelz, weil man hört es nicht, wenn man ehrlich ist. Können wir es noch einmal spielen, bitte, den Anfang? Das dauert ziemlich lange, wenn man jetzt nicht zum Dirigenten schaut oder ich mache das auch so, dass sie nichts erkennen können, bis man weiß, was ist das eigentlich hier? Was ist das für ein Takt? Was ist das für ein Rhythmus? Und das ist das eine, was er verschleiert. Das zweite ist noch, dass er diese kleinen Strukturen, die wir ja haben, wo immer 2 Takte, 4 Takte, 8 Takte, zumindest in der Zeit vor ihm, zusammengekoppelt wurden, um eine Art stabiler Architektur zu bauen. Er verschränkt das, er lässt die zweite Stimme einsetzen, bevor die erste Stimme überhaupt fertig ist und dann die dritte und die vierte. Und dieses Gefühl für eine stabile Architektur, das geht verloren. Stabile Architektur ist das Stichwort für das kleine Beispiel eines anderen Satzes aus der Zeit, übrigens eines Stücks, was gleichzeitig mit der ersten, in dem ersten Konzert aufgeführt wurde, nämlich die G-Moll-Sinfonie von Mozart. Mozart ist der Meister des Singens, das wissen wir. Und so beginnt Mozart einen Andante-Satz in quasi der gleichen Tonart. Das ist Mozarts wunderschöne Musik. 7 melodische Einfälle in den ersten paar Takten. Und bei Beethoven gibt es einen, sagen wir 1,5. Beethoven ist die Konzentration auf das Wesentliche, wobei Mozart noch so die Welt aufblüht und manchmal weiß man gar nicht so richtig, wo man hinschauen soll. Beethoven sagt, nee, schaut hier hin. Ihr geht mit mir durch das Stück. Da sind wir im Grunde schon automatisch jetzt gelandet bei dem zweiten Teil Einordnung. Also den großen haben wir ja schon, aber der kleine, was ist denn diese Sinfonie und wie ist die damals aufgeführt worden? Es gibt kein Autograph mehr.
ist verschollen. Und es gibt extrem wenig Skizzen dazu, zu dieser Sinfonie. Das hat sich dann in den Jahren danach geändert. Also wenn wir dann zu den nächsten Sinfonien kommen, da gibt es teilweise tonnenweise Material zu den einzelnen Sinfonien. Man kann relativ genau nachverfolgen, wie es zu bestimmten Gestalten gekommen ist. Das ist bei dieser Sinfonie nun absolut nicht so. Die taucht einfach auf. Übrigens, wenn Sie jetzt nochmal dran denken, wir haben jetzt gerade 250. Geburtstag. Das heißt also, diese Sinfonie ist uraufgeführt worden. Da ist Beethoven 30 gewesen. Mozart hat seine erste Sinfonie als Kind mit 6, 7 Jahren geschrieben. Seine letzte Sinfonie, das war so ungefähr die 50. wenn man alle nicht gezählten mitzählt, mit 32 Jahren. Und von Haydn, der insgesamt ungefähr 110 Sinfonien geschrieben hat, wollen wir jetzt gar nicht reden. Es gab also am 2. April 1800 eine Akademie zum eigenen Vorteile von Beethoven. Das heißt also wirklich in seine Tasche. Es ist ganz spannend, wie es dann dazu gekommen ist, dass dieses Geld auch wirklich bei Beethoven angekommen ist. Denn da hieß es dann auch in Anzeigen, Billets zu Logen und gesperrten Sitzen sind sowohl bei Herrn van Beethoven in seiner Wohnung im tiefen Graben Nr. 241 im dritten Stock, als auch beim Logenmeister zu haben. Die Eintrittspreise sind wie gewöhnlich. Sie müssen sich also wirklich vorstellen, dass Sie denn damals zu Beethoven nach Hause gegangen wären, um dort Ihre Karten für heute Abend abzuholen. Das Konzert hat auch recht lange gedauert. Ja, es gab ein ziemlich umfangreiches Programm. Also neben der wahrscheinlich G-Moll-Sinfonie von Mozart und Beethovens erster Sinfonie gab es noch eine Arie und ein Duett aus Haydns Schöpfung, Beethovens Klavierkonzert, ein Klavierkonzert von Beethoven, 1 oder 2, eine große Improvisation, das war das, mit dem Beethoven damals in Wien Furore gemacht hat, und das Septett. Wenn man ungefähr rechnet, so 160 Minuten Musik. Das war ein relativ normales Programm für die damalige Zeit. Da war es also nicht so, dass sie ein Konzert hatten mit einem Stück neuer Musik, dann ein Solokonzert und dann eine große romantische Sinfonie im zweiten Teil, sondern es wurde wirklich gemischt von großen sinfonischen Werken bis zu Kammermusik und eben sogar Klaviermusik und Vokal, alles durcheinander. Und man muss eben auch sagen, natürlich alles neue Musik, die gespielt wurde. Rezeption, man ist begeistert von dem Stück, man sagt, das ist wirklich was Neues. Das ist übrigens in Bezug auf Beethovens Sinfonien, da kommen wir dann in den nächsten Konzerten dazu, nicht immer so bei den Uraufführungen. Und es ist spannenderweise auch in der Zeit danach nicht auf die erste bezogen, nicht unbedingt immer so, dass alle Leute begeistert sind, sondern sie sagen, das ist eigentlich noch so ein Lehrlingsstück, was Beethoven da abgeliefert hat. Davon sind wir weit entfernt. Bevor wir gleich zu unserem eigentlichen Konzert kommen, ist mir ganz wichtig, dass wir diesen dritten Satz nochmal hier in den Raum beamen. Dritter Satz, auch der hatte eine ganz klare Konvention in der Zeit, nicht? Genau, der dritte Satz ist der höfische Tanz, das Menuett. Also Sie müssen sich einen steifen Dreiertakt vorstellen, in ganz klar geordneten 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ja, das spielen wir mal an. Jetzt wieder Mozart. Achtung, G-Moll-Sinfonie. Oder? Nee, du bitte. Ja, war natürlich die Jupiter-Sinfonie, auch C-Dur. Das war ein Menuett. Tempo so ungefähr an der schnellen Kante, wie man es erwartet hätte. Und jetzt kommt gleich Beethoven. Der schreibt da noch Menuett drüber über den Satz. Aber im Grunde interessiert ihn dieser höfische Tanz schon nicht mehr. Wir befinden uns in diesen 1800er Jahren auch im Konzertwesen in so einer Kippe. Die Zeit der großen aristokratischen Mäzene ist vorbei. Das Bürgertum drängt in die Konzertsäle. Und ja, das, was er jetzt hier schreibt, das ist eben kein höfischer Tanz mehr. Da geht es wirklich ins Bürgertum rein. Ja, also ich glaube, es ist mehr als ein Nichtinteresse, sondern das ist ein politisches Statement, was er hier macht. Sie haben noch diesen Tanz, den wir gerade gespielt haben, im Körper. Da fängt der Rheinländer schon fast an zu schunkeln, ne? Und jetzt kommt Beethoven und der Hörer erwartet genau das, was Sie gerade gehört haben, ungefähr.
Also tanzen schwierig, ja. Hört auch gleich wieder auf, fängt an, hört wieder auf. Die Leute sind da aufgesprungen in der Zeit. Das haben wir heute nicht mehr so in uns. Ja, wir hören das, ach Mensch, ja nett, klassische Musik, schön, was Entspanntes heute Abend. Der Hammer gewesen, was er da gemacht hat. Und das Tempo, was wir hier spielen, ist annähernd das, was er vorschreibt. Das hat er ganz genau gewusst. Ich möchte das in diesem Tempo und die Adligen interessieren mich inhaltlich gar nicht. Aber nicht nur in diesem Eckteilen dieses dritten Satzes hat er Konventionen über Bord geschmissen, sondern auch im sogenannten Trio. Das Trio war immer der Mittelteil in diesem dritten Satz. Und Trio, drei Instrumente, hatte oft auch so ein Dudelsack-Element, vielleicht ein bisschen gemütlicher. Und es gibt einen spannenden Vergleich zwischen einem Ausschnitt, einem Trio von Haydn und diesem Trio von Beethoven. Wir spielen zuerst einmal Haydn und achten Sie mal drauf, wo da die Melodie beginnt. Das ist alles nicht geprobt, ja? Da, die 101. Du bist vorbei, die 101. Maske. Wir spielen es ohne Konzertmeister. Soweit Haydn. Begleitung, Bordun, Dudelsack ist klar, bam, 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 bam. Was macht Beethoven jetzt? Der dreht die Welt auf den Kopf. Wenn Sie dran denken, 5. Sinfonie, Trio, da fangen die Bässe an plötzlich zu sprechen, die Geknechteten dürfen die Stimme erheben. Und hier wird plötzlich eine typische Begleitmelodie zur Hauptsache, Welt auf den Kopf gestellt. Jetzt kommt das Trio aus der ersten. Er macht die Nebensache zur Hauptsache und das auch als absolutes Statement hier zu sehen. Bevor du gleich die Bühne verlässt, möchte ich diesen letzten Satz nochmal anstechen. Den Anfang vom letzten Satz, weil ein Prinzip in dieser Sinfonie, das Suchen und Nichtwissen, hier absolut fortgeführt wird. Es wird auf die Spitze getrieben, das heißt also die Umwälzungen, wenn man dachte, jetzt hat es aber echt genug Umwälzungen gegeben, jetzt setzt er noch einen drauf und stellt einer Virtuosität, die er dann hinterher entfaltet, am Anfang das absolute Nichtwissen und Nichtkönnen gegenüber. Nochmal zurückgebeamt, 220 Jahre, Sie sitzen alle da, erwarten jetzt das virtuose Gewitter, was über uns hereinbricht, und es kommt das. Da übt der Musikschüler seine C-Dur-Tonleiter. Ja, und auch das ist ein Scherz, keine Frage, dass er sowas macht, aber gleichzeitig auch mit Witz und Geist zu sagen, nee, es geht hier um einen Anfang meiner Sinfonien, so sendungsbewusst war er, und auch um einen Anfang tatsächlich erzählt in einer neuen Art zu komponieren und den Hörer an der Nase herumzuführen. Das heißt, jetzt machen wir uns alle gemeinsam auf diese Reise von der Suche nach einer Sinfonie bis zu einem fulminanten Schluss in C-Dur. Viel Spaß damit.
Thank you.
Thank you.